So, schönen guten Abend. Jetzt muss ich mich erstmal an das Licht gewöhnen. Mein Name ist Ossi Urks und ich werde versuchen, mein Möglichstes zu tun, dieses Panel jetzt zu einem munteren Gespräch zu machen. Es soll ja gehen um die Frage, warum ist es eigentlich so schwer, gute Apps zu entwickeln? Wenn man so durch die Lande geht, könnte man den Eindruck bekommen, Mobile kann und macht heute im Grunde jeder. Vom einzelnen Entwickler bis hin zu den großen Agenturen. Die Frage, die sich einem sofort danach stellt, ist, warum sind unter den über 600.000 oder wie viele es aktuell sein mögen, Apps im iTunes App Store und ähnlich bei Google Play eigentlich so wenige, die wie uns richtig ans Herz gewachsen sind, auf die wir nicht verzichten wollen. Stellt sich natürlich auch die Frage, muss es immer für jeden Kunden, für jede Aufgabestellung unbedingt eine eigene App sein? Dass man eine Menge mit HTML5 machen kann, haben wir ja gerade eben schon gehört. Was sind dann die Faktoren, die aus der Idee, die man dann gemeinsam mit einem Kunden entwickeln mag, auch tatsächlich eine App entstehen lassen? Und zwar eine gute App, eine App, die die Kunden dann auch mögen. Das heißt ja nichts anderes als die Frage, wie vereint man eigentlich Konzeption, Technik, Gestaltung, all das zu einem Nutzererlebnis, wo dann die Kunden unserer Kunden sagen, ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und last but not least kommt dann natürlich die Frage, wenn man an diese 650.000 oder noch mehr Apps in den verschiedenen App Stores denkt, wie merken diese Nutzer überhaupt, dass es jetzt die App gibt, auf die sie schon immer gewartet haben? Und all diese Fragen wollen wir natürlich heute Abend zumindest mal so ein kleines bisschen ankratzen. Natürlich nicht ich allein, sondern dazu hat sich hier diese illustre Runde versammelt. Die darf ich kurz vorstellen. Es sind Ihre Panelisten oder eure Panelisten. Das heißt, nicht meine Gäste, sondern die sind dazu da, eure Fragen zu beantworten. Deswegen auch die Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Widerspruch habt, macht euch bemerkbar, auch wenn es ein bisschen schwer ist hier mit der Bühnenbeleuchtung, werde ich doch versuchen, irgendwelche Krawallerhebungen dann auch zu realisieren. Also, als erster hier vorne Markus Bukowski, geschäftsführender Gesellschafter von Bukowski und Leimann. Er beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit den Einsatzmöglichkeiten von Online-Medien in der Marketingkommunikation. Und er ist der festen Überzeugung, dass die Zukunft des Internets überall stattfinden wird, nur nicht vor einem PC sitzend. Und deswegen auch gleich meine erste Frage. Markus, warum ist es in der Tat so schwer, eine wirklich gute App zu bauen? Ja, hallo zusammen. Ich denke, es ist natürlich eine Vielzahl von Gründen und immer eine Kombination aus Gründen. Ich kann mal einen rausgreifen. Wir haben in der Vergangenheit den Sprung machen müssen von den Printmedien zu den digitalen Medien. Das war nicht sonderlich leicht. Also wenn wir geguckt haben, wie die ersten Websites ausgeschaut haben, auch so auf Unternehmensseite, da gab es welche, die haben früher begriffen, dass dieses neue Medium völlig neue Ansätze erfordert, mediengerechte Ansätze. Andere haben das etwas später begriffen. Ich glaube, heute sind wir so auf dem Weg, dass wir durch die Bank weg über alle Branchen eigentlich vernünftige Websites haben. Manche sind besser, manche schlechter, aber grundsätzlich ist da nichts mehr dabei, wo man sich richtig für schämen muss. Im App-Bereich ist das noch ein bisschen anders. Wir stehen wieder genau an dieser gleichen Schwelle, denke ich. Ich muss für eine App mir überlegen, was macht überhaupt Sinn auf einem Smartphone oder auf einem Tablet. Es macht keinerlei Sinn, die Website dort nachzubauen oder auch nur ein Teil davon, sondern ich muss mir überlegen, gibt es einen Geschäftsprozess, der auf einem Smartphone Sinn macht, der auch für meine User wertvoll ist, also den nicht nur ich gerne nach draußen pushen möchte, sondern den die Leute sich auch gerne holen. Kann ich den mobilisieren, kann ich den Geschäftsprozess zu Ende bringen? Also hört er irgendwann zwischendrin auf, gerade bei diesen E-Commerce-Geschichten ist das teilweise immer ganz, ganz tragisch und kriege ich diesen Geschäftsprozess mobilisiert. Und das zweite große ist die Reduktion, was ich immer predige, Reduktion auf wenige Dinge, nicht das ganze Leistungsspektrum abdecken, auch nicht alle 500 Features, die einem vielleicht einfallen, weil die Chance, die alle zu entdecken, hat der User meistens nicht, wenn er nach 3 Sekunden mit der Navigation überfordert ist, dann war es das mit dieser App. Das heißt, Reduktion auf ein Feature, auf einen Geschäftsprozess, den zu Ende denken. Wenn wir das geschafft haben, dann ist die App schon mal, ich würde mal sagen, mindestens mittelmäßig. Wenn sie dann noch gut ausschaut und schnell ist, dann ist sie wahrscheinlich gut.
Also wenn ich zusammenfasse, nicht auf das, was wir im Web gelernt haben, verlassen und reduzieren auf das, was wirklich sinnvoll ist und gebraucht wird. Als nächster in der Runde Achim Himmelreich. Er ist in Köln geboren, Vorsitzender der Fachgruppe E-Commerce im BVDW, also im Bundesverband Digitale Wirtschaft. Und er ist gleichzeitig Engagement Manager bei Mücke, Sturm und Partner. Habe ich hier so gelernt. Also wenn es nicht ganz falsch ist, lassen wir es einfach so stehen. Wir können ja auch noch diskutieren, was das eigentlich ist. Auch dort bei Mücke, Sturm und Company leitet er zahlreiche Projekte im E-Commerce-Bereich und in der Frage digitale Güter. Deswegen auch an dich die Frage, was macht eine wirklich gute App aus und warum ist es so schwer, dahin zu kommen? Genau, also Fehler beim Intro, das ist ja völlig egal. Es geht ja hier um die Inhalte. Und ich glaube, dass die Probleme noch viel schwerwiegender sind als das, was wir vorher von Markus gehört haben. Ich glaube nämlich, dass die meisten Unternehmen noch nicht verstanden haben, dass Mobile ein ganz anderes Geschäftsmodell ist. Die denken daran, okay, jetzt gibt es Tablets, jetzt gibt es Smartphones und darauf gibt es Apps. Also müssen wir Apps bauen aus irgendwelchen Abverkaufszielen, Marketingzielen etc. Aber Mobile ist ein neuer Kanal, der andere Kanäle vernetzt. Das heißt, wir müssen hier eine eher Ökosystemdenke haben als eine Produktdenke, eine Kanaldenke. Und ohne ein ganzheitliches Konzept ist das meistens Stückwerk. Und noch schlimmer ist, dass es einfach, wie soll man sagen, einfach Abhängigkeiten gibt, die aus der Vergangenheit kommen. Ich will es mal ein Beispiel klar machen. Payment haben wir viel gehört, heute gab es auch einige Sessions dazu. Wenn Sie jetzt ein etablierter Payment-Anbieter sind, wie Visa, wie Mastercard, dann haben Sie ein Stück Kreditkarte. Und die Gedanken, die Sie haben, die sind in der Vergangenheit verhaftet. Also kann ich die Mastercard als App aufs Smartphone bringen. So, dann brauche ich die Karte nicht mehr, sondern kann dann meinetwegen per NFC oder was auch immer, das ist völlig egal, bezahlen. Ich bin aber verhaftet in dieser Denke, die ist plastikkartenbestimmt. Aber die Wahrheit ist, wir haben jetzt ein Stück Software. Und wenn ich als Softwaremensch denke, dann habe ich nicht diese Begrenzungen, die eine Plastikkarte hat. Sprich, ich könnte dann auch hingehen, mein Sohn ruft an und sagt, ich brauche 20 Euro für ein Lehrbuch. Kann ich im Peer-to-Peer überweisen, aber das Geld ist natürlich nur gültig in bestimmten Schulbücher-Zubehörgeschäften oder auch nur bis 10 Uhr, weil danach gibt es sowieso nur noch Alkohol. Und so denkt man dann in Software. Und das können Sie mit jedem Ding machen, was Sie als App digitalisieren. Und die Firmen, die das machen, denken natürlich in ihren bisherigen Mustern. Und wir haben halt gelernt, Technik entwickelt sich schnell. Der Mensch und sein Hirn ist ja langsam. Also neue Ideen, neue Denke braucht das Land. Oder die mobile Welt. Deswegen sind die Neuen ja viel schneller als die Alten, die sich wandeln müssen. Ja. Der nächste in der Runde, Christoph Kolb. Er ist Geschäftsführer der Kölner Agentur Widget und auch da so ein bisschen der kreative Kopf. Er ist Wirtschaftspsychologe und sammelt seit acht Jahren Berufserfahrung als Grafiker und Texter und hat dann 2008 zusammen mit Alexander Hachmann eben Widget gegründet. Außerdem ist er auch noch Dozent für Medienpsychologie an der Fachhochschule Fresenius in Köln und auch noch Autor. Hat gerade ein Buch veröffentlicht, Applying Game Design Principles to User Experience Design. Also auch an dich die Frage, Christoph, warum ist das alles so schwer mit den Apps? Ja, zuallererst, hallo, schön, dass ich da sein darf. Und dein Sohn oder der hypothetische Sohn tut mir sehr leid, der wollte eigentlich saufen gehen und muss sich jetzt ein Schulbuch kaufen. Er ist real, in ein paar Jahren darf er's. Die Vorwände sind dann vorbei. Ich möchte die Perspektive einmal umdrehen. Ich habe eben gesehen, wir haben eine ganze Menge Entwickler hier. Das ist genau der Punkt, auf den ich komme. Aus meiner Erfahrung kommen die meisten Apps oder diese meisten der 600.000 Apps, meinetwegen im App Store, von kleinen Teams. Und diese kleinen Teams sind aus meiner Erfahrung meistens sehr homogen aufgestellt. Sie sind entweder Entwickler oder sie sind designgetrieben oder sie sind businessgetrieben. Wir haben diese drei fast künstlich getrennten Einheiten. Und da die Teams homogen sind, fehlen ihnen ganz oft die Skills aus den anderen Bereichen. Und da passiert dann Folgendes, wir haben overengineerte oder wirklich sehr gut engineerte, aber ungeheuer komplizierte Apps, die kein Mensch benutzen kann oder keiner benutzen möchte, weil sie hässlich sind. Auf der anderen Seite haben wir wunderschöne Apps, die überhaupt keinen Nutzen haben, wie diese schöne Wetter-App mit HTML5, die wahrscheinlich einem Menschen, der Wetter gerade haben will, einfach überhaupt nicht genug sagt darüber, wie viel Grad haben wir denn, auch wenn sie sehr minimalistisch ist. Oder wir haben Apps, die ungeheuer tolle Businessmodelle haben, die aber den Leuten einfach nur das Geld
Geld aus der Tasche ziehen und weder gut gecodet noch gut designt sind. Und das Problem ist, dass wir in Deutschland gerne so eine Definition haben und deswegen sind wir nun mal Entwickler und wir sind Designer und wir sind Unternehmer. Und eigentlich sollten alle drei Bereiche sich eher als Produktmenschen verstehen. Sie bauen nämlich nicht ein Stück Software oder ein Stück Design oder ein Stück Unternehmen, sondern sie bauen ein Produkt, was reale Menschen benutzen sollen. Und wenn sich diese drei Bereiche so ein bisschen mehr befruchten und vielleicht auch ihr Verständnis erweitern über den eigenen Tellerrand hinaus, dann könnte das aus meiner Sicht zumindest auch etwas besser funktionieren. Also nicht nur Ökosysteme, sondern auch vernetztes Denken bei den Machern ist notwendig. Ganz genau. Dann als letzter hier in der Runde Professor Wolfgang Henseler. Er ist seines Zeichens Gründer und Managing Creative Director von Sensory Minds, einem Designstudio in Offenbach. Designstudio für neue Medien und innovative Technologien. Gleichzeitig ist Wolfgang Henseler auch noch Professor an der Hochschule für Pforzheim in Pforzheim und für Pforzheim. Das ist auch schön, ja. Und lehrt dort im Bereich digitale Medien intermediales Design. Dabei geht es um solche Dinge wie Interface Design, Design and Innovation Thinking, Social Media, Usability, User Experience, um nur die wichtigsten zu nennen. Deswegen auch an dich die Frage, was macht eine gute App aus und was macht es so verdammt schwer, da hinzukommen? Also der Steve Jobs hat mal gesagt, Apps are a different way of thinking. Das heißt, was wir jetzt erleben, ist so ein Paradigmenwechsel im Denken. Die meisten denken, Apps sind kleine Applikationen. Das ist falsch. Dann, wenn man das sagt, denken sie, ah, okay, dann sind es Funktionen und Features. Das ist schon wieder das falsche Denken. Die besten Apps sind reine Dienste. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, wenn ich eine App entwickle, dass ich einen Dienst entwickle. Vielleicht jetzt nicht einen Dienst, um ein Problem zu lösen. Manchmal habe ich noch gar kein Problem, will trotzdem einen Dienst. Aber auf jeden Fall muss ich erstmal im reinen Service denken. Am klarsten wird es, wenn ich mir Siri angucke, da lösen sich diese 650.000 Apps auf. Aber Siri löst entweder ein Problem für mich oder offeriert mir einen Dienst. Ich brauche nämlich nur sagen, ich brauche ein Taxi. Und ich muss nicht eine App starten und sonst was, sondern ich muss wirklich in diesem Convenience-Dienst denken. Das ist ganz wichtig. Das muss ich erstmal verstehen. Dann kommt ein Paradigmenwechsel im User-Interface hinzu. Bisher haben wir in grafischen Benutzungsoberflächen gedacht, also sehr stark auf Grafikwert gelegt. Und jetzt müssen wir auf einmal in Natural User Interfaces Verhalten gestalten, nämlich kontextsensitives, situativ relevantes Verhalten von etwas wie einer Applikation oder von einem System, was dann eben genau diese Dienste offeriert. Und wenn ich das noch nicht im Ansatz verstanden habe, sondern eher über Technologie komme, über klassisches Design, über klassische Markendenke oder sonst was, dann kriege ich diesen mentalen Paradigmenwechsel nicht hin und ich habe immer einen falschen Ansatz. Und das ist so ähnlich wie, wenn ich anfange mit Navigation. Navigation ist immer ein Übel, wenn ich keine Orientierung habe. Aber viele denken, ah, wo packe ich die Navigation hin, anstatt zu denken, brauche ich überhaupt Navigation? Was ist ein natürlicher Handlungsmechanismus? Oder es wird dann gesagt, das soll intuitiv sein. Dann fragt man, was ist intuitiv? Dann können Sie nicht darauf antworten. Anstatt zu wissen, dass OSINT das intuitivste Handlungsschema von uns Menschen ist, das steht für Orientieren, Selektieren, Informieren, Transagieren, funktioniert von klein bis groß, alt, jung, weltweit, ist das gleiche Handlungsschema von allen Menschen, damit wir eben intuitiv handeln können. So, und das sind diese essentiellen Dinge, die ich wissen muss. Sonst, wenn ich das nicht weiß, dann ist es wie beim Kochen. Dann schmeiße ich halt alles zusammen und zum Schluss entweder habe ich mal Glück, dann schmeckt es. Aber meistens ist es halt nicht so, als wenn ich genau wüsste, was nachher im Mund desjenigen, der es eben entsprechend auch isst, entstehen soll. Und deshalb eben diese Art des differenzierten Denkens. Und der Steve Jobs hat auch gesagt, am Anfang zu dem Konzept der Apps war er gar nicht überzeugt, weil eben seine Entwickler, die er da hatte, die Apps entwickeln sollten. Und er sagte, erst als sie dann gesagt haben, okay, wir machen das Open Source über einen App Store, dann können die anderen auch entwickeln weltweit. Und dann hat er gesagt, okay, dann den traue ich schon mehr zu in dem Bereich, weil es ist wirklich, die schlechtesten Apps kamen am Anfang von Apple, weil da waren wirklich die Dinge, wo man gesagt hat, das sind überhaupt nicht die Prinzipien, die ihr in euren Richtlinien beschreibt, die missachtet ihr in euren eigenen Apps. Aber auch da sitzen nur Menschen, die eben dieses neue Denken verstehen müssen. Und wenn ich das nicht habe,
ist immer von der Foundation, also vom Ansatz her, schon der falsche Approach sozusagen. Ja. Also wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, dann seid ihr euch alle einig darin, neues Denken brauchen wir in unterschiedlichen Aspekten. Jetzt haben wir von Steve Jobs gelernt, neues Denken können wir nicht vom Nutzer lernen, haben wir eben auch schon mal gehört, weil die wissen meistens noch gar nicht, wo es denn eigentlich hingehen soll. Wir können sicherlich auch nicht vom Kunden lernen, der ankommt und sagt, ich hätte gerne eine App. Das heißt, wie kommen wir eigentlich zu dem Punkt, was müssen wir leisten in der Entwicklung als Initialzündung für dieses neue Denken? Wo ist sozusagen der Knackpunkt, wo man ansetzen kann mit dem neuen Denken? Also wir reden ja nicht umsonst über Natural User Interface Design, über intuitive Handhabung. Das heißt, wir müssen eben genau schauen, was ist für uns Menschen natürlich. Das heißt, was lernen wir, wenn wir ganz klein sind, über Beobachtung. Da gibt es auch genügend Literatur, wie kleine Kinder, ab wann können die sehen, ab wann können die was wahrnehmen, ab wann können die gewisse Handlungen ausüben und so weiter. Welche mentalen Modelle prägen sich dann? Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich das durchaus benutzen. Da gibt es auch genügend Literatur. Und wenn ich das als Basis nehme, dann bewege ich mich auch in die richtige Richtung. Ne? Aber wenn ich eher über Photoshop oder über einen Editor komme, dann verstehe ich das nicht. Dann habe ich sozusagen nicht diesen Ansatz zu sagen, okay, wie schaffe ich es denn, ein Interface möglichst intuitiv zu gestalten, sondern dann denke ich eher darüber nach, wo mache ich jetzt die Navigation hin, was muss wo wie sein und manage das Übel, anstatt das Übel von vornherein zu beseitigen. Ich würde da gerne direkt drauf zugreifen, weil das stimmt, das ist eine wichtige Frage, wie kann ich das, was ist für den Menschen intuitiv, aber auch auf die Gefahr, dass ich mich jetzt hier unbeliebt mache, ohne den Entwicklern zu nahe treten zu wollen. Was für ein Entwickler intuitiv ist, ist noch lange nicht für jeden anderen Menschen auch intuitiv. Also ich habe schon eine ganze Menge Interfaces gezeigt bekommen, so, wieso ist doch einfach, steht doch, was man machen muss. Ja, ich orientiere mich, da ist Text, ich selektiere den Text, ich informiere mich und dann kann ich meine Entscheidung treffen. Ich glaube, dass ein Modell kann einem helfen, etwas zu verstehen, aber es führt nicht automatisch dazu, dass man auch alles auch bekommt. Also ich habe jetzt nicht direkt eine Antwort darauf, sondern eher die Frage ist ein bisschen zurückgeworfen, wie lernt man eine Empathiefähigkeit für Intuition und für Bedarfe. Andere Menschen wollen auch nicht unbedingt, haben nicht das gleiche Problem wie ich. Andere Menschen wollen nicht die gleiche Lösung auf das Problem wie ich. Also meine Empfehlung ist da immer Augen auf, rausgehen, hinsetzen, zuhören. Ja, also Menschen beobachten und Menschen mit Menschen reden und nicht im gleichen Kreis bleiben. Wieder so ein bisschen dieser wenn ich nur mit Entwicklern über ein Problem rede oder wenn ich als Designer zum Beispiel nur mit Designern rede, dann gibt es jede Menge Designansätze und das geht aber trotzdem über die Köpfe hinweg am Ende. Achim? Ja, also dazu nochmal, ich meine, wir sind bei mit unseren Projekten oft in Konzernen und da gibt es die sogenannten Fachabteilungen und die Technik- oder IT-Abteilung. Man hat eine 99% Chance, die zu erkennen, ohne dass man die Leute kennt, vom Äußeren her. Das sind hermetische Welten. Das ist in Deutschland so. Da hat Kalifornien einen Vorteil, weil die studieren halt irgendwie Information Science oder sonst irgendwas, machen Bachelor und danach machen sie einen Master in Business oder umgekehrt. Das sind wir in Deutschland nicht, weil wir halt gerne Schubladen, Ordnung und dass die Fachabteilung, die spricht mit sich, das stimmt schon. Aber ich glaube, wir brauchen die Leute nicht nur beobachten, es ist implizit eigentlich alles da. Wir können uns auch selbst beobachten, weil wir sind auf so einem unglaublich niedrigen Niveau immer noch, was Usability, was Intuition angibt. Da kann jeder selbst drüber nachdenken. Passiert eigentlich täglich, wenn man darüber reflektiert. Ich zum Beispiel oute mich jetzt mal, ich bin Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Jetzt haben die Champions League Qualifikation nicht geschafft, spielen Europa League. Jetzt habe ich überlegt, soll ich da mal hin? Ist ja eine einmalige Chance. Ich bin ja sozusagen 16 Jahre lang ohne internationalen Touch. Jetzt bestellen Sie mal eine Karte. Bestellen Sie mal eine Karte. Und da reden wir jetzt von Natural User Interface und Intuition. Da sind wir unfassbar weit von entfernt, weil da muss man Dauerkarteninhaber sein, dies und da muss man einloggen. Und tatsächlich bei Fortuna Düsseldorf habe die Registrierungsmail, die Bestätigung kam 3 Tage später. So, also das ist das Niveau, auf dem wir sind und von diesem Denken wegkommen kann jeder täglich darüber nachdenken, was er gerade möchte und warum das so schwer ist. Es ist eigentlich nicht nötig, dass es so schwer ist bei vielen Dingen.
Die hat der Praktikant von Hand geschickt wahrscheinlich. Also das kann sein, ja. Ich glaube, ich muss uns jetzt mal ein bisschen Mut machen an der Stelle. Ich glaube, wir und vor allem ihr seid die Spitze der Entwicklung an der Stelle. Ich glaube nämlich, wenn wir mal zurückgucken, 2008, das ist noch nicht wirklich lange her, da fing das an mit dem iPhone und der ganzen mobilen Revolution. Überlegt euch nochmal, wie damals Interfaces aufgeschaut haben, vor allem auch auf Telefon, also auf so einem Nokia, auf dieser Symbian-Welt. Da war so das Prinzip, quetscht so viel wie irgendwie geht auf dieses Display, weil das Display ist ja so klein, also muss möglichst viel drauf, damit man nicht scrollen muss. Und dann kam irgendwann Apple und Steve Jobs und haben gesagt, wir schmeißen das alles weg und wir machen genau eine Funktion drauf und die fühlt sich geil an. Und wir packen da einen Webbrowser drauf und einen E-Mail-Client und selbst wenn die ersten Apps von Apple vielleicht nicht so toll waren, aber sie haben das, was sie versprochen haben, haben sie gehalten im Vergleich zu allem anderen, was es vorher gab. Und wofür ich wahrscheinlich Apple ein Leben lang dankbar sein werde, es hat die Erwartungshaltung meiner Kunden dramatisch verändert. Also mittlerweile ist ein Bewusstsein eingetreten auf Kundenseite, dass man sagt, wir wollen es schnell, wir wollen es cool und wir wollen, dass die Leute Spaß haben, es zu bedienen. Früher war sowas wie Usability oder jetzt einfach mal auf Deutsch Spaß daran, Programme zu benutzen, Apps zu benutzen, das kam nicht wirklich vor in den Köpfen. Also ich empfehle mal so ein Tete-a-Tete mit einer Lotus-Nose-Oberfläche oder gar einem SAP-Client. SAP. Also das, da kommt richtig Freude auf. Ich glaube, also Mobile ist hier tatsächlich die Speerspitze der Entwicklung und das, was wir hier eingeleitet haben mit den Apps, auch wenn sie nicht alle jetzt optimal sind, das sieht man jetzt in allen anderen Bereichen. Also das sieht man teilweise bei Webseiten, die auch aufgrund der höheren Auflösung der Displays, aber trotzdem, die sehr viel weniger haben, die kaum noch Navigation haben, die sehr, sehr clean im Ansatz sind. Und man sieht es, wenn man beispielsweise dann mal guckt, wie so diese Smart-TV-Oberfläche auf den Fernseher anschauen, dann sieht man, wo es eben nicht funktioniert, wo noch jemand komplett isoliert in der Ecke arbeitet und keine wirklichen Einflüsse hat. Ich glaube, wir haben da, also teilweise sind uns die USA hier voraus, keine Frage, aber ich glaube, wir sind dem Rest der Industrie sind wir voraus und deshalb haben wir dieses Luxusproblem, dass wir uns die Frage stellen, was macht eine gute App auch morgen noch gut? Ich glaube ja nicht so ganz, dass es Luxus ist, vor allen Dingen, wenn man mit der App so ein bisschen Geld verdienen will. Aber ich möchte auch nochmal zurück zu dem Anfang, zu der Initialzündung. Du hast eben in deinem Anfangsstatement gesagt, die meisten Apps sind einfach auch nicht konsequent durchdacht. Und da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Was meinst du damit? Also wie kann so ein Prozess, das konsequent durchzudenken, funktionieren? Heißt das Use Case, Use Case und nochmal Use Case? Oder ist das ein Konzept, was ich sozusagen als intelligenter Mensch im Kopf mit mir rumtrage und sage, eigentlich soll diese App ja nur das können und alles andere ist Schnickschnack? Also ich fürchte, ich habe da keine wirkliche schlüssige Antwort drauf. Use Case und Nutzerbefragen ist sicherlich immer ein Ansatz, aber ich weiß nicht, war das Hendel Ford oder irgendjemand, der mir gesagt hat, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätte sie gesagt, schnellere Pferde, als das Auto erfunden wurde. Also ich glaube schon, dass hier so ein bisschen von, nennen wir es Erfindergeist oder Intuition oder Vision gefragt ist, um Dinge einfach mal auszuprobieren. Einfacher Ansatz ist immer zu überlegen, was möchte ich in der Situation. Ich kann das vielleicht mal einem Beispiel erklären irgendwie. Eine App, die ich ganz großartig finde, auch wenn ich mit dem Unternehmen jetzt meine Probleme habe, eine App für den öffentlichen Nahverkehr. Die gibt es für diverse, also hier für den Rhein-Main gibt es die nicht, von der warne ich, die bitte nicht benutzen. Aber die ist wohl lizenziert, beispielsweise auch für den MVV, für den Münchner Verkehrsverbund, wo irgendwie ich herkomme. Und was musste ich früher machen, um zu gucken, wann die nächste U-Bahn fährt? Ich musste auf die Webseite gehen, auf die mobile Webseite, habe meine Station rausgesucht, funktioniert alles, dauert aber mindestens 3 Minuten, macht keinen Spaß. Jetzt mache ich diese App auf, er guckt, wo ich bin und bevor ich irgendwas tue, also er weiß gar nicht, was ich will, bevor ich irgendwas tue, sagt er mir, okay, in deiner Umgebung sind 4 Stationen und in 3, 8 und 9 Minuten fährt die Straßenbahn, der Bus oder die U-Bahn und jetzt kannst du überlegen, in welche Richtung du rennen möchtest. Dann kann ich immer noch raussuchen, irgendwie, wo ich hin will. Aber sie denkt in dem Sinn mit und sagt, bevor du irgendwas machst, mach ich schon mal was und mach dir ein Angebot. Und wie man auf sowas kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da müssen wir hin. Okay. Also wie du eben gesagt hast, es ist ungeheuer schwer, alle Probleme, auf die man stoßen kann, auf dem Weg zu einer guten App, was auch immer das ist, wir sind jetzt gerade nicht hier, das zu definieren, auf die man stoßen kann, in Worte zu fassen. Ich möchte nochmal auf 2 Sachen kommen. Das eine ist so ein bisschen der eigene Qualitätsanspruch.
Also ich glaube, das ist eine Triebfeder. Natürlich haben wir so die oberen 10, das sind nicht die oberen 10.000, sondern die oberen 10 und alle wollen da irgendwie hin. Und in der Regel ist es manchmal so, dass es so ein bisschen an dem Schmerz vielleicht mangelt. Also als Designer, ich fange jetzt mal an der eigenen Nase an, ganz oft ist es so, bei mir oder bei Kollegen quasi, ich bin fertig, sieht gut aus, danke. Das ist aber bei weitem nicht zu Ende gedacht, sozusagen. It's good enough, genau. Ist es in der Regel nicht. Ja, also die App, wenn ich sie in einer Woche oder in zwei Wochen oder in drei Wochen nochmal verbessere, wird sie besser. Und als Entwickler ist auch nicht unbedingt erledigt, wenn ich eine Lösung für etwas geschrieben habe. Man darf nicht vergessen, dass diese Top 10 oder Top 50 meinetwegen, wenn wir irgendwie meinetwegen eine Facebook-native App angucken oder wir gucken uns, weiß ich nicht, ein Insta-Paper oder irgendwie sonst was an, das ist eine scheißharte Arbeit gewesen. Ja, Entschuldigung, aber das durch die Hölle gehen und zweimal neu machen und die wenigsten Entwicklungsstudios, die heute ganz oben stehen, haben das mit der ersten geschafft und die mussten das auch the hard way lernen. Es ist schön, wenn man dann natürlich einen finanziellen Puffer dafür hat oder auf dem Weg schon ein bisschen was zumindest verdient, dass das weitergeht. Das ist auch ein Problem in Deutschland so ein bisschen, die Finanzierbarkeit, weil einfach lange Arbeiten auch irgendwo Geld kostet. Aber dieser Qualitätsanspruch an einen selber und das Bewusstsein, dass man diese letzte Meile, die meistens ja nicht in der letzten Meile ist, sondern nochmal 80% des Weges mehr, um sie wirklich gut zu machen, die auch wirklich zu gehen und sich nicht damit zufrieden zu geben, was man beim ersten, zweiten, dritten Wurf gemacht hat. Also braucht es dann so einen wie Steve Jobs, der kommt und sagt, that is shit. Ja. Und dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Ich glaube, um nochmal auf seine, ja. Was er gesagt hat, auch mit dieser Konsequenz, das ist genau das Problem, dass du eben eigentlich in Nui denken willst, also in diesen neuen Dimensionen, Natural User Interface, und du fällst immer wieder, also jetzt nicht du, ich weiß das aus der Erfahrung, auch mit den eigenen Entwicklern oder auch den eigenen Designern, Konzeptern und so weiter, die fallen immer wieder in diese GUI-Denke und du kommst dann immer an und sagst, das ist GUI und das ist eben kein Nui. Und Nui hat gewisse Prinzipien, die ich da einfach berücksichtigen muss, aber wenn man 10 Jahre GUI gemacht hat oder 15 Jahre, dann ist es normal, dass man mentale Modelle ausgeprägt hat. Und jetzt musst du sozusagen umdenken. Du musst verstehen, dass die Dinge in dem Ding drinstecken. Dass sie nicht da sind, weil sie existieren, sondern weil sie benötigt werden. Also kontextsensitives Denken. Du musst in diesem Verhalten denken. Und das ist gar nicht so einfach. A, es gibt noch nicht viele Richtlinien. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, also wenn Apple hier anfragt, ob sie die Nui-Prinzipien, die man da aufgestellt hat, haben können, heißt das nicht, dass die USA uns da unbedingt voraus sind. Also da ist man fast auf Augenhöhe, sage ich mal, sogar mit denen, weil die Prinzipien haben wollen. Und auch der Jonathan Ive hat sich an Prinzipien von Dieter Rams aus Kronberg orientiert, als er seine Sachen gestaltet hat. Also auch wenn Samsung Apple abguckt, aber Apple guckt auch ganz schön ab. Aber der Grundtenor ist eigentlich der, ich brauche erstmal das Verständnis für diese neuen Sachen und dann habe ich so Hybrid. Also ich habe ein bisschen von dem und ein bisschen den, also eine Postkutsche mit 500 PS Motor, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Und das ist so diese Herausforderung, die wir alle im Moment haben, bis wir dann in dieses Neue halt hineinkommen. Aber das ist bei allen neuen Technologien immer so, dass wir erst Metaphern nutzen, wie die Desktop-Metapher am Schreibtisch, damit wir eine neue Technologie besser verstehen und uns erklären können. Und dann entwickelt das ein eigenes Wesen mit eigenen Prinzipien. Und da kommen wir jetzt hin, in diese neue Natürlichkeit und so weiter. Und das ist aber schwer, weil wir jetzt hier gerade in dieser Übergangsphase sind und da rumpelt es halt. Ne? Da ist ganz normal, dass du dann halt halb Auto, halb Postkutsche, halb und so weiter baust. Und das ist auch mental schwer. Je jünger du bist, desto einfacher fällt dir das noch. Aber ich sehe es auch selbst bei den Studenten, wenn du denen sagst, nee, das ist GUI und nicht NUI, wie lange die brauchen, um diese Natürlichkeit, weil wir die auch entlernt haben sozusagen. Wir haben ja eben gelernt, mit der Maus und dem Cursor Dinge indirekt zu steuern. Wenn du jetzt jemandem sagst, pass auf, du kannst die Türklinke auch aufmachen, indem du die einfach angreifst und runterdrückst und du brauchst nicht die Maus und den Cursor, um die Türklinke aufzumachen, dann muss ich das auch erstmal lernen, wenn ich das aber 15 Jahre so gemacht habe. Ne? Ja, da muss ich nochmal irgendwie ergänzend, vielleicht widersprechend einhaken, diesen GUI-NUI-Wandel, dass das mental sauschwierig ist, das ist klar und das schmerzt auch. Aber ich glaube, das ist nicht genug, weil selbst wenn ich eine NUI-App hinkriege,
wunderbar, 100% neu. Die löst aber ein Problem, was ich gar nicht habe, weil in den Unternehmen wird klar gemacht, wir haben das Produkt, wir haben die Zielgruppe, mach da mal was für. Und denken nicht vom Problem her. Ja, aber habe ich eine Nui-App, aber die kein Problem löst. Also das, ja, aber jetzt kommen wir wieder zum Thema Usability. Die Unternehmen denken in wirtschaftlicher Effizienz. Also wie lange braucht jemand, um ein gewisses Ziel zu erreichen? Da sind wir beim Thema Usability. Also wie lange braucht ein Nutzer, um ein bestimmtes Produkt in einem bestimmten Nutzungskontext möglichst effizient, effektiv und zufriedenstellend zu erreichen? Das heißt, über Webzugang, also zu Webdiensten sozusagen, über einen Browser, brauche ich wesentlich länger, fast 7-mal länger, als über einen virtuellen Assistenten und immer noch 3-mal länger als über eine App. Das heißt, das ist für die ein wirtschaftlicher Faktor, wenn jemand versteht, wenn du das so und so gestaltest, über die App bist du schneller am Ziel. Das heißt, wenn er und ich die gleiche Aufgabe haben und ich nach 3 Stunden und er nach 9 Stunden fertig ist, dann ist das ein wirtschaftlicher Faktor. Das muss ich den Unternehmen klar machen. Worin liegt das Potenzial zwischen einer App und einer Web? Wenn die das verstanden haben und auch verstanden haben, was dahinter steckt, dann sind die auch sehr schnell in dem Bereich. Auch wenn denen dann immer noch schwerfällt oder sie sagen, wir machen dann halt neu, haben überhaupt nicht verstanden, was das ist, sagen aber, wir machen das, weil das ist besser. Und dann komme ich sozusagen, dann kann ich die davon auch überzeugen. Also dann greift das bis hoch zum Vorstand und der ist dann meistens sogar derjenige, der pusht und sagt so, jetzt machen wir alles neu, was natürlich auch wieder so eine Schwarz-Weiß-Denke ist, aber dann habe ich sozusagen auch jemanden mitgenommen, um verständlich zu machen, warum ist das besser. Das war bei MS-DOS am Anfang genau das Gleiche. Da haben die Nutzer gesagt, ja, aber mit einer Command-Line-Interface bin ich viel schneller als mit so einem Metapherntheater, mit so einer grafischen Benutzungsoberfläche. Und aber damals, ich glaube, der Achim wollte noch was anderes hinaus. Das verstehe ich absolut. Und das Vorstand zu überzeugen mit diesen ökonomischen Kriterien, also Nui-Gui-Vorteile in Business Cases übersetzen, klar, das ist logisch. Aber ich habe ja auch so viele Apps, also schlechte wie gut gemacht von der Usability her, die habe ich einmal genutzt, gecheckt und dann sind sie weg. Das geht uns allen so, weil die lösen kein Problem, was ich habe. Die sind einfach da. Gute und schlechte Apps, das ist nicht das Problem. Also wenn man vom Problem her denkt und dann das Nui-mäßig umsetzt, ist es wunderbar. Zum Beispiel, es sind so banale Geschichten. Wir haben das alle. Da kommen so wunderbare Firmen wie die Kabelnetzbetreiber, Telekom etc., sagen neuer Anschluss und geben einen präzisen Zeitpunkt an. Ich komme zwischen 10 und 18 Uhr. Das ist ein dämliches Problem. Warum wird das nicht gelöst durch eine App? Am besten durch eine Nui-App, weil warum denn nicht? Ich meine, dann muss man irgendwann sind die Schlüsselanlagen auch digital und ihr kriegt den Schlüssel geschickt und der Schlüssel hat eine Gültigkeit zwischen 10 und 18 Uhr und zwar auch nur für den Raum, in den er ran muss für die Anschlüsse. Das ist ein wahres Problem. Dann kann ich eine App machen, die ist old-fashioned GUI, dann wird die noch nicht so akzeptiert. Und wenn man das dann neu macht, dann haben wir eine runde Lösung. Aber vom User-Interface denken, von der neuen Geschichte und eben echte Probleme lösen. Hat Popper ja auch ein Buch geschrieben, alles Leben ist Problem lösen. Dann haben wir was Rundes, das machen wir noch nicht. Und wo er natürlich absolut recht hat, ist bei diesen mentalen Pfadabhängigkeiten. Die sind so überall, wo wir das haben. Ich merke das ja selbst, bin ja auch keine 20 mehr. Man spricht mit jungen Leuten und die werden ja immer jünger, weil ich älter werde. Und dann spricht man mit denen über, was für Fernsehsendungen guckst du? Und sagt mal irgendwas, ich gucke Grey's Anatomy. Dann sage ich, ach, das kommt doch auf Pro7 montags um 9. Dann gucken die mich an, weiß ich nicht. Weil mein Hirn wurde geschult, Fernsehen läuft wie folgt. Ich bestimme, wann das kommt und dann wird es unterbrochen. Ansonsten kannst du es nicht gucken. Und die sind völlig frei von diesen Beschränkungen groß geworden, haben ganz andere Ansprüche. Also das ist so stark in uns und das dauert eine Zeit lang, um das zu überwinden. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf eine andere Beschränkung kommen, die da sicherlich auch eine Rolle spielt. Du hast natürlich vollkommen recht, Wolfgang, wenn du sagst, das schafft Produktivität, ein funktionierendes, natürlich so wie wir das erwarten, intuitiv reagierendes Interface. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch klar, dass solche Entwicklungen nicht für Umme zu haben sind. Und dann kennen wir alle die Situation, wo der Kunde kommt und sagt, nee, ist doch wunderbar, hat mein Wettbewerber doch auch so gemacht, machen wir auch so. Ja, weil die sind ja erfolgreich damit. Also schlicht und ergreifend auch wirtschaftliche Restriktionen, wo man sagt, ich habe halt nur Budget X und nicht die Zeit und nicht die Ressourcen, auch die finanziellen Ressourcen, dann in eine solche Entwicklung einzusteigen. Kunden wechseln.
Es gibt ja, ist jetzt ein guter Tipp, danke. Ja. Ja, es gibt ja auch unterschiedliche Modelle. Ne? Also A, ja. Man kann überzeugen, es gibt Partizipationsmodelle, wo man sagt, okay, man ist überzeugt vom Erfolg und lässt dann partizipieren. Da hätten wir jetzt beinahe einmal Glück gehabt, wo einer das mit uns hätte machen wollen, da hätten wir uns dumm und dämlich verdient. Leider hat der Controller in letzter Minute mal nachgerechnet und gemerkt. Hat die Bremse gezogen, hat das Entwicklungsbudget freigegeben und sonst, weil das war vorher so schlecht, das wäre sehr lukrativ geworden. Ja, man muss natürlich wie immer um Budgets auch kämpfen. Man muss überzeugen und sagen, warum ist es so? Warum wird es besser? Was habt ihr nachher für einen Vorteil, auch wirtschaftlichen Vorteil davon? Und was bedeutet das dann? Was hat das für Auswirkungen? Und ich denke, das ist so wie bei jedem Businessmodell, ähnlich wie bei Projekten auch, wo man das dann darstellen muss und sagt, das kostet eben aus den und den Gründen die Summe X. Und man sieht dann auch sehr häufig in der Entwicklung, also da ist es wirklich, gerade bei Apps ist es mir aufgefallen, dass die immer wieder aufgestockt werden. Also wir haben kein einziges App-Projekt, wo nicht am Ende das Budget immer noch mal nach oben ging, weil das noch hinzukam oder das noch oder das noch. Wichtig ist am Anfang, diejenigen abzuholen, also auch wirklich zu initialisieren und zu sagen, warum sind Apps anders, warum sind sie besser, was ist diese App-Denke, die ich dafür benötige, was sind eure Vorteile, die ihr daraus zieht, man kann auch ein bisschen Druck aufbauen, was passiert denn, wenn ihr keine App habt, der Donald McDouglas, der damals diese App-Economy 2009 schon vorhergesehen hat, hat dann auch gesagt, if you don't have an app, you don't exist, damals schon, war halt sehr radikal, aber dieser Mix eben genau daraus besteht das dann halt, um diese Budgets auch zu bekommen. Mhm. Ne? Also ich wollte gerade nicht nur einen blöden Spruch bringen, ich meinte das wirklich ernst, deswegen muss ich das ganz kurz untermauern, weil also partizipatorisch und Argumentation, man kann es versuchen und es kann auch mal klappen, jetzt in dem Fall hat es dann am Ende auch nicht geklappt, was eher meine Erfahrung ist. Für mich gibt es in der, gerade wenn es um Apps geht, zwei Arten von Kunden, also da bin ich sehr eindimensional eigentlich unterwegs und wenn jemand bei mir anruft und sagt, ich möchte, dass sie mir eine App entwickeln, dann würde ich am liebsten schon auflegen oder ich muss halt erklären, so, das ist halt nicht nur etwas entwickeln, die kommen aus einer Denkweise, das ist ein Stück Software, die muss programmiert werden, Programmierung ist im Vorhinein einigermaßen gut zu kalkulieren, ja, und das sind dann so und so viele Mahntage und das kostet dann so und so viel Euro, danke, auf Wiedersehen. So, diese Kunden, mit denen wird man niemals eine hervorragende App produzieren. Nein, weil man zum Zeitpunkt des Konzeptes nicht weiß, wie viel Aufwand die App genau wird. Und man wird dann am Ende nochmal nachberechnen und vielleicht nochmal nachberechnen und nochmal nachberechnen. Besser wird es nicht unbedingt. Es wird vielleicht mehr. Ja, noch eine Funktion und noch eine Funktion. Besser, das finde ich, wird ganz selten besser. Und es gibt Kunden, ich wünschte, es gäbe mehr, das ist natürlich immer so, die da ein bisschen mehr reingehen und die sagen, okay, wir bauen das in Phasen auf oder wie auch immer, die selber schon wissen, es ist nicht einfach nur eine Entwicklung, sondern wir wollen, dass wir am Ende stolz drauf sind, wir wollen, dass ihr am Ende stolz drauf seid. Ja? Und die sagen natürlich auch nicht, koste es, was es wolle, aber wenn die einen gewissen Pain verkraften, mitzugehen, macht man das auch selber, weil man selber sagt, okay, ich mache jetzt nicht die Stechuhr, hier ist gerade Ende, sondern es ist halt noch nicht perfekt, ich mache das noch weiter. Es riskiert ja nicht sofort meine Existenz, wenn wir mal ehrlich sind. Ja? Ich werde ja nicht sofort pleite oder mein Kühlschrank ist leer, nur weil ich mal einen halben Tag mehr gearbeitet habe. Ja. Also ich denke auch nicht, dass die Budgets unser Problem sind. Die Unternehmen, wo es tatsächlich an den Budgets hapert, ja, die machen die App eh dreimal, weil der erste Wurf dann nichts wird, weil die, wenn sie sparen wollen oder wenn sie ein bestimmtes enges Budget haben. Ich glaube, das Problem ist wirklich die Denke. Also wir haben ja auf der anderen Seite genauso mit Menschen zu tun, die in dieser GUI-Denke verhaftet sind und man braucht dann schon ein Stück weit Vertrauen in den Dienstleister, dass er sagt, der ist vielleicht schon, wo ich noch nicht bin, der ist mir vielleicht ein bisschen voraus und ich gehe den Weg jetzt mal mit und wir machen jetzt mal was ganz Neues. Und die App kann nachher vielleicht nur 3 Funktionen und nicht 18, wie ich es in meinem Pflichtenheft habe. Dafür werden die 3 aber benutzt. Ich glaube, das ist genau das, was eigentlich alle anderen hier auch sagen. Ich glaube nicht, dass es am Geld scheitert. Es scheitert, wenn es denn scheitert, in vielen Fällen scheitert es ja auch nicht, eher an der Bereitschaft, sich so ein Stück weit in die Hände zu geben von jemandem, der sowas schon ein bisschen länger macht. Und auch was zu tun, wo man noch nicht vorher, oder was man selber auch noch nicht gesehen hat. Und sagt, ich habe mir das jetzt bis zum Ende ausgedacht. Und so muss das jetzt sein,
Und ich kann da nur wieder so den Bogen zu dem schlagen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe. Das war zu Beginn des Webs genauso. Da gab es die sich darauf eingelassen haben und gesagt haben, hey, da gibt es diese völlig Verrückten, die machen was in HTML, was auch immer das ist. Wir machen da mal mit. Oder die gesagt haben, hey, wir haben hier einen Prospekt, der soll jetzt ins Web. Und die Zweiten waren die haben im Zweifel nicht überlebt. Und die Ersten haben wir jetzt auch bei Mobile. Und das sind im Zweifel dann alles hoffentlich unsere Kunden. Mhm. Also ganz stark ist ganz deutlich geworden, meines Erachtens, so das Thema der neuen Denke. Das, glaube ich, ist auch sicherlich verstanden und zu verstehen. Welche anderen Faktoren spielen da noch eine Rolle? Also spielt zum Beispiel so etwas, was ja so in der alltäglichen Diskussion auch mit Kunden immer wieder ganz entscheidend und groß wichtig aufgehängt wird, Plattform. Ja, also müssen wir über alle Plattformen hinweg entwickeln, müssen wir es nativ entwickeln, können wir es webbasiert machen. Spielt das für die Qualität der App eine Rolle oder ist das etwas, wo man sagt, naja, das ist irgendwie so, technische Hausaufgaben müssen erledigt werden, aber ansonsten ist gut. Naja gut, da ist schon ein Unterschied zwischen einer Native App, allein in der User Experience, in der Responsiveness und so weiter im Vergleich zu einer HTML5 App. Die ist im Moment noch da, dann gibt es noch andere Restriktionen und so weiter. Also diese Komplexität im Hintergrund hat natürlich zugenommen, weil dann kommt einer und sagt, ja, soll ich jetzt für Android entwickeln, soll ich für iOS entwickeln? Was ist jetzt mit Windows 8 und genau. Dies und jenes? Und da geht es dann halt auch um große Entscheidungen. Also da geht es um Projekte, die 4-5 Jahre laufen, also gerade im Business-Sektor, weil da alles umgestellt wird. Da wird die komplette Infrastruktur, sei es SAP, CRM und so weiter, alles mobile-tauglich gemacht. Ich muss die Schnittstellen erstmal mobile-tauglich kriegen, die sind noch gar nicht so weit. Da ist das Interface immer noch der kleinste Faktor sozusagen an der ganzen Entwicklung. Und da wird natürlich hin und her diskutiert, auf welche Technologie setzt man im Moment. Nimmt man HTML5, nimmt man R, nimmt man irgendeine andere Technologie, was läuft wie, was ist wie sicher und so weiter. Also das ist schon im Rahmen der Komplexität, die da im Hintergrund läuft, damit es vorne ganz einfach wird, ist schon nicht zu verachten. Mhm. Die Frage ist zweifellos wichtig, aber ein Unternehmen macht was völlig falsch, wenn die Frage die erste oder zweite ist. Mhm. Weil dann redet man über Plattformen und natürlich gibt es bei jeder Plattform Entwicklung, aber man muss erst sehen, was will ich denn machen? Wir haben es heute Morgen in seinem Vortrag gehört, wo er über M-Pesa gesprochen hat, den Dienst. Dann ist die Plattform der Wahl Symbian. Man möchte es glauben oder nicht, aber... Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Gibt es auch für Feature Phones. Feature Phones... Also davon her muss man denken. Und wenn man das dann hat, was man machen will, dann muss man kompromisslos dann sehen, aha, das kann ich nur mit der Plattform machen und mit der nicht und so weiter. Aber das ist eine derivative Frage, die danach kommt. Mhm. Ich finde, also dein Vorgehen, was du gerade geschildert hast, ist genau das Richtige, wenn man von der Problemstellung steht und sagt, was ist genau mein Sinn und Zweck. Es gibt natürlich noch zwei Adaptionen dieses Problems, was ein Unternehmen sieht. Das eine ist quasi, was wir einem Unternehmen sagen, kannst du es dir erlauben, eine Plattform nicht zu bedienen, dann tu es am Anfang erstmal nicht. Fokussiere dich gerne auf eine. Ja, mach das richtig. Und dann guck, ob du das noch weitermachen willst. Es gibt Marken oder gewisse Unternehmen, die das nicht können. Die müssen sagen, nein, ich kann mir das nicht erlauben. Wenn ich irgendwo nicht bin, mache ich damit mehr Schaden, als wenn ich da zum Beispiel mit einer kleinen Lösung vielleicht auch am Anfang bin. Es gibt einfach, ne, bestimmte Unternehmen müssen bei Facebook stattfinden oder bestimmte Unternehmen müssen auf allen Mobilplattformen in irgendeiner Form zumindest stattfinden. Und als Startup, also als selbstständiges Unternehmen, ist das immer noch die bessere Frage, die du gerade geschildert hast? Was will ich eigentlich genau tun? Wenn ich mir gerade die Frage aber stelle, will ich mit einer App Geld verdienen, gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Antwort, mit welcher Plattform ich das zurzeit mache. Weil es nur auf einer Plattform, nämlich auf iOS, man damit wirklich Geld verdienen kann von Kunden, die für etwas Geld bezahlen. Ja, also es gibt sicherlich andere Wege, da ist der Weg aber länger, da ist der Weg über Werbung. Aber wenn ich einem Kunden was verkaufen will, der drückt auf den Knopf und bezahlt am Anfang oder ich habe Inner Purchases oder sonst was, gibt es eigentlich nur eine Plattform. Und das ist natürlich dem Alter dieser Ökosysteme zu schulden. Es gibt einfach noch nicht so viel Wahl und beziehungsweise es gibt dann irgendwann mehr Wahl und dann gibt es vielleicht wieder eine Standardisierung über HTML5 oder ähnliche Systeme. Mhm.
Damit sind wir eigentlich bei dem Thema App Stores angekommen und der Frage, wie kann es mir überhaupt gelingen? Und wenn ich jetzt all diese Probleme gelöst habe, wenn ich die neue Denke verinnerlicht habe, beim Kunden etabliert habe, die Plattformfragen gelöst habe und so weiter, wie kann es mir dann gelingen, aus dieser Masse von Zeugs, was in allen App Stores heute drin ist, auch noch herauszustechen? Also wie werde ich bemerkt? Welche Kunstform muss App-Marketing heute beherrschen, um Erfolg machen zu können? Zurzeit leider gibt es einen ganz gut getesteten Weg und der funktioniert offensichtlich, also bei den ganz Großen. Man braucht eine User, also ein Revenue pro User, der über 5 Euro oder über 6 Euro liegt. Also man kann nicht nur eine 99 Cent App verkaufen, sondern irgendwas frei rausgeben und dann über Interpurchases ein bisschen mehr Geld verdienen und von diesen 6 Euro 4 Euro in Google investieren. Dankeschön. Das machen fast alle, die oben in den Rankings stehen. Das ist momentan die Strategie, wenn man richtig viel Geld verdienen will. Leider, sage ich extra, weil das sind gekaufte Eyeballs, das ist das Gleiche vom Alten, was wir schon seit 10, 15 Jahren im Internet sehen, wo es echt mal Zeit ist, damit aufzuhören. Aber das ist unter anderem dem etwas undurchsichtigen App Store zu schulden, dass das momentan die beste Strategie ist. Nur mit einer guten App zu gewinnen, ist immer noch ein Teil Lottogewinn. Ja. Mhm. Das ist immer noch ein Einhorn. Ja. Nicht jede gute App wird erfolgreich. Mhm. Achim? Ja, aber das stimmt natürlich, aber es gibt ja nicht nur große. Also wenn man jetzt sagt, ich bin auf dem Dorf oder im kleinen Stadtteil, dann werde ich es nie in die Top 10 schaffen. Aber trotzdem kann ich eine gute App bauen, aber dann kann ich vor Ort überall auf die App hinwirken, auf der Brötchentüte oder sonst irgendwas. Also da gibt es kleinere Möglichkeiten, aber das muss man machen. Das ist halt nicht nur App-Marketing, funktioniert nicht nur in der App statt, sondern vor allen Dingen um die App herum. Mhm. Markus, was macht ihr, um eure Apps bekannt zu machen oder die eurer Kunden? Also, unsere Kunden machen das, was sie mit allen anderen ihren Produkten auch machen. Also sie machen PR, sie machen Werbung, gucken, dass das Zeug in Blogs entsprechend positiv bewertet wird. Also das ist nichts Neues. Wenn ich ein neues Produkt habe, muss ich auch für dieses Produkt trommeln. Ich glaube trotzdem noch, dass es ein bisschen gerechter zugeht wie bei manch anderen Dingen. Also ich glaube nicht, dass man sich zumindest im kostenlosen Bereich, vermutlich auch im kostenpflichtigen, ich glaube nicht, dass man sich Erfolg langfristig kaufen kann im App Store. Also ich glaube schon, klar, es gibt die ganz Großen, sowas wie Facebook und Twitter, da ist es völlig egal, wie gut die App ist, die ist natürlich immer in den Top 10, weil sie eine weltweite Nutzerschaft haben, keine Frage. Aber es gibt auch immer wieder Beispiele von kleinen Apps, die ein Problem lösen oder die Spaß machen, ein Problem, auf dessen Lösung andere noch nicht gekommen sind oder eine Art von Spaß, die andere noch nicht entdeckt haben, ein Spiel, was auch immer, die plötzlich aus dem Nichts relativ weit hochkommen und da auch eine Weile bleiben, was in anderen Ökosystemen, bei normalen Produkten viel, viel schwieriger ist und ohne ein riesen Werbebudget nahezu unmöglich in manchen Bereichen. Ich glaube, im App Store hat man hier noch eher sogar die Chance. Mhm. Jetzt habe ich gerade eben das Zeichen bekommen, dass wir längst über die Zeit sind, aber eine Frage muss ich unbedingt noch an euch loswerden, nämlich wir haben jetzt all das relativ abstrakt und hoffentlich auch einsichtsreich diskutiert, aber ich möchte mal so ein praktisches Beispiel dafür hören, nämlich die Frage, gibt es so etwas wie eure persönliche Lieblings-App, also eine App, wo ihr sagen würdet, wenn ich nur eine auf meinem Smartphone haben könnte, dann müsste es unbedingt die sein. Machen wir einfach die Reihe durch, Markus. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit sage ich einfach, ich habe mein Beispiel mit der MVV-App gerade schon genannt. Lassen wir es dabei. Im Zweifel nur eine App auf meinem App Store. Man sagt mir nach, ich hätte eine Sicherungskopie des deutschen App Stores auf meinem iPhone. Also ich glaube, da müsste ich länger drüber nachdenken. Okay. Ach, das ist in der Tat nicht so einfach. Ich finde es nicht die besten Apps, aber weil ich berufsbedingt viel unterwegs bin, sind Lufthansa, Bahn und Air Berlin schon ganz wichtige Dinge. Am coolsten Bahn. Ja, ich brauche sie. Es gibt keine andere Wahl. Ich sehe die Kritik, deshalb aber musst du sie nicht lieben. Nein, ich liebe, aber ich brauche sie. Richtig cool finde ich Night Crew City. Ich bin eigentlich zu alt dafür. Und aktuell tatsächlich von den 4 Grand Slams, aktuell laufen die US Open und auch gerade laufen wieder Spiele. Also in den 14 Tagen brauche ich die US Open App. Mhm. Es war wahrscheinlich sehr langweilig, aber für mich die Dropbox, weil sie mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Business, Design und Technologie, genau den Sweet Spot getroffen hat. Gut designt, gute Technik, einfach zu handhaben und ein Geschäftsmodell dahinter. Die Jungs verdienen auch ganz gut Geld damit. Mhm. Wolfgang? Bing App. Punkt.
Gut, also wir müssen wirklich zum Schluss kommen. Deswegen vielen herzlichen Dank an euch alle für die späte Runde. Danke an euch, dass ihr es mit uns so lange noch ausgehalten habt. Und jetzt gibt es ja noch die Twitter-Lesung. Deswegen räumen wir hier schleunigst die Bühne. Danke. Danke, Ossi. Danke.